Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic. Weiter geht's mit der großen Sammelleidenschaft. Wir können leider nichts mehr tun in dem Turn. Dann lassen wir unseren Kumpel ziehen und gucken mal, was der so anstellt. Hallo? Ist der irgendwo in den Untergrund gegangen? Wir wollten ja auch in den Untergrund gehen. Wer ist denn hier nochmal? Der Sir Malik. Das ist, glaube ich, der im Moment genau die Armee dabei hat. Die wir soweit zur Verfügung haben. Wer ist er nochmal? Er hat nichts dabei, außer sechs Pikenieren. Der sollte sich ein bisschen hier hinten umgucken, in dem Bereich. Genau, ein bisschen weiter nach Westen ziehen. Und hier die gute Dame haben wir auch dazu bekommen. Die wollte ich in den Untergrund schicken. Richtig. Na, dann reitet er mal hin. Die brennt, die gute Dame. She's on fire. Sozusagen. Ja, mal sehen, was hier unten ausrichten kann. Ich glaube nicht viel, gerade mit dieser komischen Armee, die sie dabei hat. Pixies, die können gar nichts. Ja, und unser Sir Mullig greift bitte hier die Troglodyten an. Die natürlich wieder flüchten. Wir gehen weiter auf Gold. Besuchen noch den Schrein. Wo sollen wir denn jetzt als nächstes hinreiten? Muss hier hinten weiter umgucken. Da ist auch noch eine ganze Menge, die wir noch nicht gelootet haben. Dann greifen wir mal hier die Zombies an. Die hauen natürlich alle ab. Ist klar, weil der Sir Mullig so stark ist. Was liegt denn hier? Noch ein Artefakt, oder? Ring of Life. Das kann er leider erst in der nächsten Runde einsammeln. Ring of Life. Ja, ich bin gespannt, was der anrichtet. So, und unser guter... Wie heißt der denn nochmal hier? Gurnison. Richtig, der mit dem komischen Namen. War eigentlich schon hier. In der Trading Post kann er nichts ausrichten. Hier oben kämpfen braucht er eh nichts. Was haben wir denn hier? You have found a Dwarven Treasury. Do you wish to attack the guards? Bitte nicht, denn sonst war es das mit unserem Gurnison und der soll ja noch ein bisschen hier rumscouten. Was macht unsere Stadt? Können wir etwas bauen? Wir können nichts ausheben. Gut, können wir etwas bauen? Die Training Grounds können wir bauen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Daraus bekommen wir dann Kavaliere. Kavallerie natürlich. Bauen wir das. Sehr schön. Können wir natürlich direkt auch sofort ausheben für 2000 Gold. Kriegt dann unser Sir Mullig, sobald er wieder in der Stadt ist. War es das jetzt eigentlich schon hier größtenteils mit dem Stadtausbau? Bin ich schon so weit? Glaub ja, ne? Upgrade Training Grounds, was braucht das? 10 Holz und 3000 Gold. Wie sieht es denn holzmäßig aus? Haben wir? Gold haben wir auch. Portal of Glory, das könnten wir auch ausbauen. Ne, können wir nicht ausbauen, weil uns nämlich da Quecksilber fehlt. Ja, Quecksilber. Immer noch Mangel an Quecksilber. Wir können auch, wenn wir einen Markt haben, einen Markt habe ich schon gebaut, oder? Wo ist er denn, der Markt? Hier. Irgendwie können wir unseren Kollegen anklicken. Give treasures, resources to another player. Mit wem spielen wir nochmal zusammen? Mit Blau, oder? Achso, der können wir nur Ressourcen geben. Ah, ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir könnten auch Ressourcen anfordern. Das heißt sagen, hier schieb mal neunmal hier Quecksilber rüber. Damit ich hier endlich Erzengel bauen kann. Aber das geht anscheinend nicht. Ja gut, kein Problem. Können wir die Runde auch wieder beenden? Das ist doof, dass man da keine Anfrage starten kann. Naja, gut. Schnappen wir uns mal das Artefakt. Mal gespannt, was das kann. This item increases the health of all your units by plus one. Ja, super. Das nehmen wir mit. Waren wir hier schon? Nein, da waren wir noch nicht. In dieser Wassermühle. Gibt 1000 Gold. Wollen wir nochmal hier rein, in die Krypta? Können wir leider auch erst in der nächsten Runde rein. Schade. Unser Gurnison. Guck dich mal weiter um. Aha, was haben wir hier? Lady Bird of Luck. Sollten wir am besten liegen lassen für den... Jetzt überlege ich gerade mal, wenn wir das einsammeln mit dem Gurnison, dann haben die anderen Helden nichts davon. Und ich bin ja eigentlich hier mit Sir Mullig, beziehungsweise Sir Mullig the Might, soll letztendlich der werden, der den Gegner angreifen und zermalmen wird. Deswegen sollte der doch die ganzen Artefakte einsammeln, oder? Vielleicht können wir die aber auch weitergeben, wenn der Gurnison die einsammelt. Klickt man den mal doppelt an. Ach, machen wir das einfach. Was wir haben, haben wir. Selbst wenn es der falsche Held bekommt, können wir es halt nicht ändern. Unten haben wir Quecksilber. Müssten wir aber kämpfen. Ist natürlich nicht so schön. So, gute Dame, guck dich mal um, ob es hier irgendwas gibt, was du einsammeln kannst. Was haben wir hier? Throng of Silver Pegasi. Da müsste sie kämpfen. Bringt gar nichts. Was haben wir da? Monolith Two-Way. Da kommt die dann automatisch irgendwo anders hin. Vielleicht in eine andere Dimension. Sollen wir nochmal reingehen? Gehen wir mal rein. Und da ist sie dann bei unserem Kumpel. So kommen wir also zu unserem Kumpel rüber, zu unserem Verbündeten.
gibt es hier Sachen, was ich hier einsammeln könnte, ohne zu kämpfen? Sieht nicht so aus. Na dann kannst du auch wieder rübergehen. Nee, willst du nicht? Ja, gehen wir da hin. Und dann gehen wir da in den Monolithen rein. Genau. Rally Flag, not visited. Na, dann geh die mal besuchen. Können wir in der Stadt noch irgendetwas ausbauen? Ja, können wir selbstverständlich. Wir können die Training Grounds upgraden. Da werden dann aus der Kavallerie werden dann Champions. Was wir natürlich sofort machen werden. Direkt upgraden. Das kostet uns 400. Ja, das geht ja noch. Schön. Schön, schön, schön. Gut, das war's wieder für die Runde. Dann hat der Sir Mallig auch eine ganze Reihe Einheiten dabei, die er upgraden kann. Beim nächsten Besuch in der Stadt. Und da ist die Woche jetzt schon wieder rum. Das heißt, wir können jetzt gleich neue Einheiten ausheben. Aber erstmal guckt sich der Sir Mallig hier weiter um. Geht erstmal in die Krypta. Wollen wir die Gräber durchsuchen? Ja, wollen wir. Wir müssen kämpfen gegen Walking Dead. Walking Dead greift am besten mit Engeln an. Was? Nicht gestorben? Was ist das? Ja, schieß mal auf die. Du schießt auf die. Wah, Vampire! Einfach die Vampire mal mit unseren Greifen an. Die sind ein bisschen widerstandsfähiger. Aber ich habe hier noch ein paar Soldaten. Die hören sich an, als wären sie mit Blechdosen verkleidet. Na bitte, geht doch. Was sind das für Viecher? Whites. Wits. Wits. Hexen, mehr oder weniger. Hex, Hex. Das war's. Ein Greifen haben wir verloren. Na gut. Having defeated the vampires, you discover the Pendant of Total Recall and 5000 Gold. Pendant of Total Recall. Hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Film zu tun, oder? Ist es das? Emblem of Recon Dingsbums? Ah, hier ist es. Wearing this item renders your units immune to the Forgetfulness Spell. Okay, wir können also nichts mehr vergessen. Beziehungsweise unsere Einheiten. Das war lustig. Gehen wir direkt in die nächste Krypta rein. Praktisch genau dieselbe Aufstellung wie gerade, oder? Geht der Kampf wieder genauso los. Aber diesmal zerstören wir ein paar Vampire von Anfang an. Genau. Die Greifen gehen dann jetzt bitte hier auf die Witz der Hexen, wie auch immer. Ja, die sind auch widerstandsfähig. Oder sagen wir mal so, die Greifen können einfach nichts. Das ist alles. Naja. Ja, geht doch. Die Skelette dürften uns jetzt nicht viel anhaben. Die machen wir jetzt platt mit unseren Engeln. Ein Schlag, Ende. Und wieder ein Greif verloren. Okay. Sir Mallig is now a level 3 knight. Sehr schön. Defensive Skill plus 1. Advanced Tactics oder Basic Artillery. Ich entscheide mich für die Basic Artillery. Dann haben wir nämlich ein Artilleriegeschoss dabei in jedem Kampf. Glaube ich. Mystic Orb of Mana und 2500 Gold. Was ist denn ein Mystic Orb of Mana? This Orb helps you recover 3 extra Spell Points per day. Gut, ist jetzt relativ uninteressant erstmal, da wir ja eh nicht so viel mit Zaubern an Hut haben. Schnappen wir uns das Gold am besten. Und schauen uns hier hinten um. Was wir hier haben. Gibt es hier noch einen Kampf? Ja, hier gibt es noch einen Kampf gegen Wolf Raiders. Oder Wolf Riders. Aber hier ist auch Quecksilber. Das kommt uns eigentlich ganz gelegen. Schauen wir mal, was der Gurneson hier noch zusammenbekommt. Immerhin kann er Holz einsammeln. Immerhin ist er für etwas gut. Und hier die War School könnt ihr mal besuchen. Obwohl, ist auch verschenktes Geld, ne? Wenn wir da 1000 Gold für den ausgeben. Ah ja, gut, 1000 Gold ist jetzt nicht so viel. Gucken wir mal kurz in der Stadt, was wir bauen können. Die Griffin-Bastion können wir ausbauen. Dann machen wir das doch. Und dann können wir mal die Griffins nicht upgraden. Das trägt jetzt einfach nur dazu dabei, dass wir, glaube ich, mehr Griffins pro Woche rekrutieren können. Okay. Dann erstmal schön hier Soldaten für 24.860 Gold ausheben. Zack. War's das jetzt?
Sah gerade auf dem Bild aber mehr aus. Haben wir irgendetwas, was wir upgraden können hier? Nee, ne? Nö. Ja, gut. Gut. Habe ich jetzt wirklich mit diesen 24.000 Gold komplett alles ausgehoben, was ich diese Woche ausheben konnte? Naja, gut, auf der anderen Seite wäre das natürlich eine schöne zweite Armee, die wir hier hätten. Aber egal. Die bleiben alle für Sir Mallich. Wir gehen mal jetzt zu dieser Rally Flag, was auch immer die bewirkt. Ja, super. Ah, zweite Stadt. Chakalaka. Die greifen wir an. Hat das Sinn? Hat das Sinn? Probieren wir es einfach mal. War vielleicht nicht die beste Idee, dieser Angriff. Dann müssen wir da mal mit Gornelson runter. Die zweite Stadt, die gibt uns ja Kohle. Die kann jetzt gar nichts machen hier, ne? Mit den Pixies. Ja, dann warte mal. Du kannst auch nicht über die Mauer rüber. Toll. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als uns beschießen zu lassen. Ja, das war ein super Kampf. War eine super tolle Idee von mir. Ja, tschüss Ignissa. Da muss da der Sir Mallich mal runter und die Stadt angreifen. Der hat genug Truppen dafür. Naja, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die Stadt nicht so stark verteidigt wäre. Oh, die gehörte dem Gegner, habe ich gerade gesehen. Aha, jetzt verstehe ich. Die gehörte dem Gegner. Dann holen wir uns erstmal das Quecksilber. Und dann holen wir uns die restlichen Truppen aus unserer Stadt. Und dann greifen wir diese Stadt an. Weil wir brauchen eine zweite Stadt, um voranzukommen. Na komm, schicken wir den einfach mal in die War of School. Plus One Attack Skill. Passt schon. Dann kann er sich weiter jetzt im Süden umgucken. Hier kommt er nicht weiter. Soll er auch erstmal in Richtung unserer Heimatstadt. Und dann ein bisschen weiter reiten. Gucken wir in der Stadt, ob wir noch irgendwas bauen können. Mage Guild Level 2. Will 4 Quecksilber haben. Sehe ich nicht ein. Brotherhood of the Sword, die bringt nur bei Verteidigung was, aber kostet uns auch kaum etwas. Deswegen können wir das ruhig ausbauen. Und die Runde wieder abgeben. Ja, das hatte ich jetzt nicht so realisiert, dass die Stadt unserem Gegner gehörte. Naja, egal. Gurneson, komm, Jung. Lauf, reite hier unten hin. Warum reitest du nicht einfach an der Stadt vorbei? Hast du keine Lust zu? Ah, da keine Lust zu. Können wir in der Stadt noch irgendwas ausbauen? Ich will jetzt ungern unser Quecksilber ausgeben. 4 Quecksilber bräuchten wir nur noch, um die Level hier was abzugeben. Hier, boom, hier. Portal of Glory. So. Upgrade für Portal of Glory, damit wir dann Erzengel herstellen können. Brauche ich aber Quecksilber. Habe ich noch irgendwo Quecksilber in der Nähe? Kommt da der Mr. Mallich, der Sir Mallich irgendwie schnell dran? Ja, hier oben. Dann wird er gleich erstmal dahin reiten. Aber nimmt sich vorher natürlich die ganze Armee mit. Genau. Das machen wir. Klingt nach einem Plan. Vielleicht ein schlechter Plan, aber das seid ihr ja von mir gewohnt. So. Jetzt können wir auch wieder länger traveln. Dankeschön. Die können wir einmal upgraden. Was können wir noch upgraden? Die Greifen können wir upgraden. Sehr schön. Achso, und die können wir auch upgraden. Halt. Mann! So. Upgraden. Dann schön darüber. Die darüber. Die darüber. Die Engel darüber. Ja, das passt. Das kommt hin. Ja, schön. Dicke, fette Armee. So, und dann ihn bitte angreifen hier. Der muss da auch ganz außen rum reiten. Warum? Warum kann er nicht dahin reiten? Wahrscheinlich alles zugewuchert. Soll man einen Gärtner einstellen? So, komm mal, Gurneson. Du reitest wieder hier runter. Du bist nur dafür da, um die Karte aufzudecken. Fertig. Ah, das ist unser Verbündeter, der da unten rumreitet. Der sich jetzt gerade die Stadt geschnappt hat. Ja. Perfekt. Scheiße. Naja, besser der als der Gegner, von daher. Wir können natürlich runterreiten und warten, dass der Gegner sich die Stadt wieder zurückerobert und sie dann angreifen. Was für ein blöder Plan, wenn die ganze Zeit da rumstehen. Das bringt ja auch nichts. Nun gut,
gucken wir uns weiter hier im Süden der Karte um. Da wird es da sicherlich noch irgendwo eine Stadt geben, die wir erobern können. Wäre noch schöner. Na, jetzt reitet der hier durch meine Gegend. Hat sich gerade der Gegner die Stadt zurückerobert? Hat gesagt, das geht schneller, als man denkt. So, die hauen ab. Dann lass mich mal da dran. Wir nehmen natürlich das Gold. Wir nehmen das Quecksilber und können jetzt endlich das Portal of Glory upgraden. Oder auch nicht. Was fehlt uns denn? Wir haben Quecksilber, wir haben Schwefel, wir haben die roten Steine, wir haben die... Achso, Gold fehlt uns, natürlich. 300 Gold fehlt uns noch. Na gut. Kein Problem. Schicken wir mal unseren Sir Mallich in den Untergrund. Oder? Doch, ich denke, das ist eine gute Idee, dass der da mal hingeht. Obwohl, der muss eh vorher nochmal in der Stadt vorbei, um dann seine Erzengel aufzubessern, beziehungsweise seine Engel zu Erzengeln zu machen. So. Unser Sir Gunnison. So wie das aussieht, kommen wir ja gar nicht nach Süden, weil hier überall Gebirge sind. Das wäre natürlich doof. Na gut, dann soll er sich mal weiter hier umsehen in der Gegend. Ist ja echt doof jetzt. Naja, gut. Er geht wieder runter in den Untergrund. Die Stadt wurde tatsächlich wieder zurückerobert. Jetzt hängen wir natürlich hier oben fest und müssen erstmal den ganzen Weg reiten, bis wir dort runterkommen. Das ist blöd. Naja, dann schnappt ihr mal den Schwefel hier. Fangen wir wieder ein paar Sachen einzusammeln. Da unten ist sogar noch Quecksilber. Haben wir uns das Gold und das Quecksilber. Da müssen wir mal sehen, dass wir hier auch an diese Schwefelmine rankommen. Dafür müssen wir kämpfen. Das kann dann wieder nur der Sir Mallich. Vielleicht sollte ich die nächste Woche die ganzen Soldaten einfach mal den Gurnison geben, damit er auch kämpfen kann. Wäre, glaube ich, nicht die allerschlechteste Idee, oder? So, jetzt aber Upgrade Portal of Glory. Jetzt haben wir hammer, fette, schwere, super geniale Einheiten. Damit machen wir alle platt. Ja, alle. Alle machen wir sie platt. Jetzt reitet er wieder in meiner Gegend rum. Und die Woche ist vorbei. Das heißt, wir können wieder Soldaten ausheben. Und dann mache ich das jetzt einfach. Komm, Sir Gunnison, vergiss, was da unten rumliegt. Du reitest jetzt zurück zur Stadt und holst dir die Soldaten, die wir diese Woche ausheben können. Der Sir Mallich geht in die Stadt, um seinen Engel zu Erzengeln. Warum kann er da nicht vorbei? Muss er jetzt erstmal kämpfen hier? Mein Gott. Haut ab, ihr Viecher. War er da schon? So. Kann ich noch irgendwas bauen in der Stadt? Nee. Doch, Resource Silo. Was gibt uns das denn? Plus 1 Wood und plus 1 Erz am Tag. Ja, komm, machen wir. Was kostet die Welt? Ja, jetzt reitet er tatsächlich hier durch meine Gegend. Oh. Der Gegner hat gerade... Das ist nicht so gut. Die Stadt hier erobert. Die Heimatstadt unseres Verbündeten. Das ist nicht so super. So, mal eben unsere Engel aufwerten. Können wir nicht, weil das zu viel Gold kostet wahrscheinlich. Dann müssen wir halt noch eine Runde warten. Was dann natürlich für den Gunnison gar nichts bringt, wenn der... Verdammt. Komm, Sir Mallich, ich reite mal dahin. Dann lassen wir den Gurnison mal in die Stadt, obwohl der Gurnison, der reitet dann bitte einmal hier hin. Dann können wir das Geld jetzt nicht ausgeben. So, jetzt müssen wir mit dem Geld haushalten. Einmal die Runde beenden. Ja, wir können uns noch bewegen, ich weiß. Der Sir Mallich, jetzt haben wir 10.705 Gold. Geht der mal bitte in die Stadt rein. Einmal die Engel aufwerten. Boah, das kostet 10.000. 5 Engel zu Erzengeln zu machen, kostet 10.000. Das ist eine ganze Menge. Ich meine, die Einheiten sind auch genial. Also die sind geil, die Erzengel. Das ist, kann man so sagen. Und dann macht sich der Sir Mallich auf dem Weg in den Untergrund. Dank der Stables kann er sich jetzt auch weit bewegen diese Woche. Geht dann bitte in die Stadt und soll die angreifen. Das wär jetzt ein schöner Clou, wenn wir das schaffen würden. Gut, dann geht der Gurnison halt jetzt in die Stadt und wartet jetzt nach und nach, dass wir Geld zusammenbekommen. Können wir irgendwas ausheben? Ja, ein bisschen was können wir ausheben. Das können wir ihm dann schon mal geben. Müssen wir gleich noch gucken, dass wir hier die Archers upgraden zu Marksmans. Ja, ich weiß, dass wir uns noch bewegen können. Ah, jetzt wird er sich gleich die Schwefelquelle schnappen. Da war der Gegner und jetzt ist
So, jetzt könnten wir den Gegner angreifen, beziehungsweise einen seiner Helden. Was hat der denn hier überhaupt? Alamar the Warlock. Lots of Dingsbums, few davon, few davon. Machen wir den Platz. Bevor er in die Stadt gehen kann und dort irgendetwas ausheben kann. Jetzt können wir unsere Truppen so aufstellen, wie wir sie haben möchten. Ist jetzt erstmal uninteressant. Wir lassen die Truppen so stehen und warten, dass der Gegner kommt. Locken den wieder schön an. Außer natürlich unsere Einheiten, die schießen können. Was sind wohl die stärksten Einheiten von ihm? Die Harpies oder die Wolf Raider. Erledigen wir doch erstmal die Troglodyten. Davon hat er 31. Wenn der Angriff nicht ganz so effektiv ist von hier aus. So, haben wir die schon mal weg. Und unsere Marksmen, sie können nochmal schießen. Schießen wir als nächstes. Na, hier die Hobgoblins, die können nichts. Schießen wir auf die Rocks. Perfekt, das sieht gut aus. Und ihr wartet bitte auch. Ihr da oben wartet auch. Lasst die mal schön kommen. Also es dürfte kein Problem werden, diesen gegnerischen Helden auszuschalten. Nö, das machen wir. Dann schnappen wir uns die Stadt. Ah, der kann also hier werfen. Alles klar. Dann könnt ihr euch mal hier runter bewegen. Können wir sie vielleicht ein bisschen flankieren. Müssen wir mal gucken. Ihr wartet auch. Immer schön warten, 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 warten. Auch unsere Erzengel warten. Ich weiß, das entspricht nicht eurem Naturell. Ihr möchtet lieber draufhauen, aber seid mal gute Engel. Schießt mal erstmal auf die hier, weil die schießen können. Perfekt, sind die auch weg. Wir warten weiter. Boah, ist jetzt nicht so die Herausforderung gewesen. Und dann kann er jetzt hier hingehen und flankieren. Egal, greifen wir es an. Können ja gar nichts. Vögel. Juhu, er reitet auf seinen Wolf und fühlt sich ganz toll. Die können echt nichts. Mann, was bist du denn für ein Held? Du kannst ja gar nichts, du Wurst. Ja gut, ein paar Einheiten haben wir natürlich verloren, aber das ist schon ganz in Ordnung so. Guck mal, wie er aussieht. Oh, schönes Stirnband hat er. Schön weibisch. Expert Leadership oder Basic Earth Magic? Machen wir mal Basic Earth Magic, damit er auch mal ein bisschen zaubern lernt, unser Sir Mallich. Dann können wir jetzt noch die Stadt angreifen. The Order of Fire teaches you new ways of focus your magical powers. Plus one power, spell power, plus eins. Okay. Okay, warum müssen wir die Stadt jetzt nicht erobern? War das eine freie Stadt, mehr oder weniger? Ist okay. Bauen wir aus. Bauen wir erst einmal den Blacksmith, weil ich dann früher oder später die City Hall bauen möchte. Die uns dann nämlich 2000 Gold pro Tag gibt. Also den Blacksmith bauen. Perfekt. Einheiten können wir hier nicht ausheben. Ja, droht Gefahr. Ich würde sagen, jetzt erstmal nichts, oder? Die Stadt gehört tatsächlich uns. Die haben wir jetzt erobert. Ohne Kampf. Das ist super. In der Tat ist das super. Dann kann sich der Sir Mallich noch ein bisschen weiter umgucken. Und sobald wir dann die Möglichkeit haben, hier Truppen zu bauen, dann werden wir hier eine kleine Garnison anlegen. Ready Flag plus one Morale für den Next Battle. Ja komm, kannst du einmal mitnehmen. Obwohl, wir gehen erstmal hier unten zur Prison. Griffin Conservatory ist das, keine Prison. Okay, machen wir das mal. Gerüchte Attack the Guards. Ja, Mann, ne? Dann zum Ende der Folge geht es jetzt aber nochmal richtig rund hier. Sehen wir nochmal die Erzengel. Wie die hier richtig reinhauen. Bada bam! Machen wir mal Royal Griffin gegen normalen Griffin. Ja, sind die Royal Griffins aber ein bisschen stärker. Aber unsere Kavallerie greift mal hier die an. Bitte von der Seite. Ja, habt ihr nicht mit gerechnet. So, du schießt auch mal bitte auf die. Oder ist es besser, wenn wir auf die schießen, oder? Na egal, schießen wir auf den. Hat den erledigt. Dann greifst du den hier unten an. Ruhig von der Seite, das passt schon. Oh, und erledigt. Gut, dann können unsere Pikeniere hier oben den Greifen angreifen. Den Greifen angreifen. Den angreifen. Kann ich ja nicht sagen, den angreifen? Ja, jetzt greifen sie meine Erzengel an. Lächerlicher Versuch. Lächerlicher Versuch, meine Erzengel zu besiegen. Da kann ich ja nur drüber lachen. So, komm, mach Platz, dann ist Ende hier. Bam! Ein paar Einheiten verloren. Oh, das geht schon.
Basic Navigation, die bringt uns increases your hero's movement points by sea at 50%. Ja, See haben wir nicht, deswegen brauchen wir nichts. Dann nehmen wir lieber Expert Leadership. Hebt die Moral um 3. Attack Skill plus 1. Advanced Earth Magic. Basic Wisdom allows your hero to learn third level spells. Okay. Advanced Earth Magic allows your hero to cast Earth spells at reduced cost and increases effectiveness. Dann machen wir das nochmal. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob der schon, Mist. Ob der schon zaubern konnte. Kann er, glaube ich, noch gar nicht, oder? Mache ich wieder irgendetwas verkehrt. So, wir bekommen zwei Engel dazu, die wir leider nicht aufnehmen können, weil wir keinen Platz haben. Das ist schade. Können wir die aufwerten? Die können wir auch nicht direkt aufwerten, sonst hätten wir sie dazu tun können. Ja, schade. Als Belohnung haben wir zwei Engel bekommen, die wir leider nicht in unserer Armee aufnehmen können. Schade, schade, schade. So, Sir Malik, dann guck nochmal, was ist hier unten? Hall of Sins, owned by 10 Player. Mit dem, da schnappen wir den aber weg hier. Komm. Kommst du hier diese Runde jetzt tatsächlich nicht mehr rein? Da fehlt dir jetzt ein kleiner Schritt zu. Schade. Sir Gurnison, der sollte hier warten in der Stadt, richtig? Der sollte, genau. Halt, erstmal die Archers aufwerten. Ja, dann kaufen, was das Geld hergibt. So, genau. Und dann nach und nach wird er sich eine kleine Armee hier zusammenstellen. Dann kann er nämlich nachher in den Untergrund gehen und dort die Stadt bewachen, die da heißt Enkindle. Was für ein netter Name. Mensch, schade, ist die Zeit schon wieder rum. Gleich schon wieder fast eine halbe Stunde. Jetzt bin ich hier wieder voll hier im Heroes of Might and Magic Fieber. Aber gut, es bringt ja nichts. Müssen wir einen kleinen Cut machen, sonst wird es einfach zu lange. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye, bye.